Hallo Freunde des Lichts. Jetzt kann ich nicht mehr anders. Ich muss jetzt dem Volk, dem einen Volk hier, mehr Raum geben. Ich habe heute Mittag mal kurz nachgesehen. Da schaut mal, ich habe eine kleine Videoaufnahme gemacht. Da sieht man, das Volk ist so richtig dick außen an der Beute dran. Die haben keinen Platz mehr in der Beute drin, also in dieser Mini-Zarge. Jetzt auch, jetzt sind sehr viele Bienen außen dran. Also, wie ich vorher in einem anderen Video schon mal gesagt habe, das Volk braucht mehr Platz. Die Königin braucht ein bisschen Platz. Aus dem Grund will ich die jetzt, es ist jetzt Abend, will ich die jetzt auch umsetzen in eine ganz normale Beute. Aber zwischendrin muss ich auch mal wieder ein bisschen was spritzen, ein bisschen Futter zagen, weil die brauche ich dann nachher anschließend jetzt erstmal noch nicht. Aber sobald das Volk aus der Dunkelhaft kommt, die 3 Tage, muss ich eine Futterzage mit aufsetzen. Und die mache ich jetzt schon mal fertig. Es sind jetzt 2 Futterzagen hier, weil ich will noch ein anderes Volk in eine Beute umschlagen. So, die 2 Futterzagen habe ich jetzt 4-mal gespritzt. Das reicht, mehr muss nicht sein. Ab ans Volk. Ich habe hier in dem Boden gleich den Vaporschieber unten eingelegt und werde von Beginn an den Bienenkorridor, allerdings habe ich den jetzt ganz verschlossen und habe einen Klebstreifen hier an der Seite hingemacht, damit das Blättchen hier nicht durchfällt. Habe ich in dem Video gezeigt, dass es sonst durchfallen würde. Werde ich gleich reinmachen. Von Anfang an schon mit dem Bienenkorridor arbeiten, weil bisher habe ich gute Erfolge damit verzeichnen können. So. Darauf kommt eine Zarge. Und die fülle ich jetzt mit ausgeschleuderten, noch ausschlägbaren Waben. Es kommt noch eine Zarge drauf, eine Leerzarge, und dann stelle ich die beiden Teile des Begattungskästchen, des Abidea-Begattungskästchen, einfach hier drauf und lasse die mal 14 Tage in Ruhe. Allerdings, oben mache ich noch eine komplette Wabe mit Wasser rein. Das muss, die brauchen Wasser bei den Temperaturen. Dazu nehme ich auch eine frisch ausgebaute Wabe. Die ist jetzt richtig schön voll. Der Seite auch nochmal. Ein großes, starkes Volk braucht etwa 1 Liter Wasser am Tag. Und dieses kleine Völkchen, dem reicht das Wasser über 3 Tage auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seht noch genug auf der Kamera. Weiß es nicht. Schauen wir mal. Nehmen wir hier mal den Deckel ab. Und jetzt kommt erstmal das ganze Volk rüber.
Erfolg umgesiedelt. So, die sitzen jetzt schön brav friedlich in ihrer Beute. Die haben Rähmchen zum Ausschlecken, haben also Futter. Vorher war eh noch ein bisschen Flüssigfutter drin in der Futterkammer. Haben eine Wabe voll komplett mit Wasser. Reicht vollkommen aus. Flugloch ist verschlossen. Jetzt kommen die 3 Tage in Dunkelhaft. Stelle ich sie beiseite. Und nach 3 Tagen kommen die wieder hier an den Platz. Und dann dürfen die sich neu dran gewöhnen, wo sie stehen, und dürfen Erfolg aufbauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder vielleicht sogar ein Abo, Glocke drücken. Dann sehen wir uns vielleicht auch wieder beim nächsten Bienenvideo.